Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Vor knapp 4 Jahren habe ich an dieser Stelle zu dem vom UB vorgestellten DWG-Pro-Konstrukt kritisch angemerkt, zitiere meine eigene Rede, dass die wirtschaftliche Übertragung der Schulgebäude erfahrungsgemäß mit der Aufgabe parlamentarischer Kontrollmöglichkeiten verbunden ist. Bei diesem Konstrukt ist letztlich auch die kommunale Steuerung der springende Punkt. Bisherige Praxis des Magistrats ist immer wieder die Verweigerung von Antworten auf Fragen zur städtischen Gesellschaftsbeteiligung. Dass dies bei dem hier geplanten Vorhaben anders sein wird, wurde uns zwar zugesagt, aber erst die Realität wird es zeigen. Zitat. Nun hat die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass diese Kritik durchaus seine Berechtigung hat. Denn seitdem wurde ein Projekt nach dem anderen von der GWG Pro in Angriff genommen, 12 sind es inzwischen. Über die einzelnen Projekte wird bei den halbjährlichen Aufsichtsratssitzungen kursorisch informiert. Aber, Herr Hansch gesagt, es ist auch schon belastbare Zahlen zu den erwarteten Baukosten oder gar zu den zu erwartenden Kostenmieten, die die Stadt Kassel an die Stadt Kassel Immobilien GmbH und UKG zu leisten haben wird, bekommen nicht mal die Aufsichtsratsmitglieder zu Gesicht. Klar, denn die Stadt Kassel Immobilien GmbH und UKG ist ja auch schlicht ein anderes Unternehmen. Das heißt, dass eine effektive Kontrolle dieser Unternehmen und der letztendlich von den Bürgerinnen und Bürgern zu bezahlenden Bau- und Unterhaltungskosten städtischer Gebäude in der Realität nicht im erforderlichen Maße gegeben ist. Damals schon war unsere Befürchtung, dass uns hier eine Wundertüte präsentiert wird, die sich auf lange Sicht als Bad Bank entpuppen wird. Bei dem Umfang der Bauvorhaben ist insbesondere die Aufstellung der zu erwartenden Kosten nicht. Eine Frage, die unmittelbar die Haushaltshoheit der Stadtverordnetenversammlung tangiert, nämlich die Spielräume für städtische Investitionsvorhaben, die wir in den nächsten Jahrzehnten haben oder nicht haben werden. Und es kann mir niemand erzählen, dass es nirgendwo eine solche Aufstellung gibt und der Kämmerer und Aufsichtsratsvorsitzende beider Gesellschaften sich planlos von Projekt zu Projekt treiben lässt und dabei zusieht, wie mit jedem Projekt die Gestaltungsspielräume der Stadt enger werden. Wahrlich, das kann und will ich mir nicht vorstellen. 3 Beispiele, warum eine regelmäßige Berichterstattung und effektivere Kontrolle durch die Stadtverordneten nötig ist. Erstens, im Februar 2021 haben SPD und CDU einen 2,5-seitigen Antrag durch die STAFO gepaukt, demzufolge das Wilhelmsgymnasium und das Friedrichsgymnasium Erweiterungsbauten erhalten sollen, die von der GWG Pro im Auftrag der Stadt Kassel Immobilien GmbH und UKG realisiert werden sollen. Weder ein Kostenrahmen noch sonstige Details waren Teil dieses Beschlusses. Nun wird also runtergeplant, werden Phasen 0 durchgeführt und zumindest beim BG entsteht da offensichtlich wesentlich mehr als einfach nur ein Erweiterungsbau. Da sollen offenbar Gebäudeteile, die baulich nicht im größeren Umfang sanierungsbedürftig sind, abgerissen und neu gebaut werden, um einen heutigen pädagogischen Anforderungen entsprechendes Schulgebäude zu schaffen. Über die Kosten ist weiterhin wie auch beim FG nichts zu erfahren und der damalige Strafbeschluss erweist sich als Blankoscheck, mit dem ohne weitere demokratische Kontrolle die entsprechenden Akteure machen, was sie wollen und damit neben der baulichen Umsetzung auch Schulentwicklung durch die Hintertür betreiben. Zweitens, es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass in den von der GWG Pro im Auftrag der Stadt Kassel Immobilien GmbH sanierten bzw. neu gebauten Schulen die Hausmeister künftig nicht mehr bei der Stadt Kassel, sondern bei der ausgegliederten Gesellschaft beschäftigt sein werden. Ist das so? Welche tariflichen und arbeitsrechtlichen Folgen hätte das für die Beschäftigten? Und was bedeutet das auch für die praktischen Zugriffsmöglichkeiten der Stadt Kassel, die ja nach wie vor dinglicher Eigentümer dieser Gebäude ist? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadtverordneten über diese Fragen nicht mitreden. Drittens, die GWG Pro scheint ungeachtet aller Proteste, Unterschriften, Aktionen und kritischen Anfragen in allen möglichen Gremien weiterhin die Erweiterung der Elisabeth-Knipping-Schule auf dem Gelände des Bolz- und Basketballplatzes hinter dem Jugendzentrum Schlachthof zu planen, der dieser Planung zum Opfer fallen wird. Beide Plätze sind aufgrund von Beteiligungsprojekten in Begleitung des Jugendzentrums Schlachthof entstanden und werden von vielen Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Studierenden und Familien aus der Nordstadt. Es muss doch wohl möglich sein, dass die Gremien der Stadt Kassel in einem ausreichend frühen Planungsstadium einer Tochtergesellschaft der städtischen GWG politische Vorgaben machen, die sicherstellen, dass eine Gebäudeplanung nicht zulasten sozioökonomisch benachteiligter Teile der Stadtgesellschaft erfolgt. Alle diese Beispiele zeigen,
dass wir als Stadtverordnete gefordert sind, der sich verselbstständigenden Tätigkeit dieser verschachtelten, ausgegliederten Gesellschaften mehr Aufmerksamkeit zu schenken, denn den Rahmen dafür setzen nach wie vor die gewählten Gremien der Stadt und deshalb unterstützen wir den vorliegenden Antrag als notwendigen ersten Schritt in die richtige Richtung. Danke.